Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt. Ein neues Projekt. Und das ist The Walking Dead. Wir schauen auch sofort rein. Well, I reckon you didn't do it then. Okay. Was? Oh, das geht jetzt mit Zeit. Warum sagst du das? Du weißt. Oh. Nope. Oh. Definitely not. Ah. Well, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Ich weiß nicht, ich glaube mal, ich mache mit Schweigen weiter. But you don't talk too much, do you? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oh, ich kann gucken, okay. Ziele auf den Rückspiegel. Anschauen? I followed your case a little bit. You being a making boy and all. A making boy? Ich weiß nicht. It's not every day a fella from Bibb County goes off and kills a state senator. That's for sure. Ooh. Ah, eine Maus. Okay, das ist um einiges anders als Life is Strange, aber I got a nephew up at UGA. You teach there long? Ich finde das sehr interessant, dass es mit der Zeit ist. You meet your wife in Athens? Oh, jetzt habe ich gar nicht auf das Radio geklickt. You want to know how I see it? Ah, vier. Ich vergesse immer das Tippen. Regardless, could be you just married the wrong woman. Was? War schon möglich. Oder sie den falschen Mann. Was war das denn bitte? Denn bitte los? Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over, right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Du sollst vielleicht auf die Straße schauen. That's government property, and I'll be forced to slap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Okay. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Mm-hmm.
It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Oh, pass out. Okay. Wurde er gerade gebissen? Es hört sich so... Ich glaube, da ist ein Gewehr. Why the hell did he have his gun out? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Ja, weniger. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Nope. He's not moving. He must have the handcuff keys on him. Oh, that's not... Komm schon. Dankeschön. Bewege dich jetzt mit der W-Taste vorwärts. Okay. Damn it. Ah. I need to drag myself out that window. Okay. Hoppala. Hoppala. Oh, wow. Die sind aber schön gefallen. Das hat weh. Nehmen wir die mit? Komm, nehmen wir mit. Mitnehmen. Looks empty. Schade. Nein, nimm sie doch. With these cuffs off. Okay. Ah, schwer. Ah, das hört sich nicht gut an. Ah, okay. Officer? God damn. Officer? oh, da. Ja, ja, ihr macht doch. Shit. ich glaube, das ist eine gute Idee, da nicht hinzufassen. Komm, die Musik wird sogar schon anders. Ach so. So, jetzt sei vorsichtig, Mensch. Komm! Huch, das ist wahrscheinlich das. Officer? Holy shit! Wo? S. Ich benutze doch S. Was?
Oh mein Gott. Geh weg, geh weg, geh weg da, geh weg da. Holy shit! I muss es doch. Ah, mein Gott! Wo ist die Waffe? Get away from me! Was? Meine Fresse! Bist du doof? Los! Don't make me do this! Dieses Spiel ist nicht unter 18. Bitte bedenkt das. Oh mein Gott! Nice. Holy shit. What the hell is this? Oh, da oben, da oben. Help! Go get someone. There's been a shooting. Oh oh. Ah! Bist du ein Schlauer? Los, lauf weg! Lauf weg! Aber das stockt ganz schön. Ja, wenn ein Szenenwechsel ist. Das ist irgendwie semi-optimal. Oh my God. Hello? Anybody? Nope. Nobody. Hier raucht es. Echt, wir untersuchen jetzt einen Teeservice? Fill one of those teacups with some bourbon if I could. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Help! Anybody up there? Help! Help! Ich kann durch die Gegend gehen. Okay. I wonder if anybody's home. Ich glaube nicht, dass du einbrechen solltest oder sowas. So, okay, da kann man nicht lang. Maybe I'll just go for a dip. No. Weil die Anzeige uns das nicht sagt. Somebody! Yell if you can hear me! Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Also diese Optionsfreiheit hier ist echt einer der besten. Warte, aber bevor wir hier einmal weitermachen, muss ich kurz mal schauen. Weil das hat gerade ziemlich geruckelt. Grafik. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen höher. Schatten. Brauchen wir einen Schatten? Wir lassen es mal an. Nicht, dass eventuell irgendwas hinter uns auftaucht. Nachwirkungen. Okay. Das können wir so lassen. So. Machen wir mal weiter. Hier fortsetzen. Hört sich sehr real an. Hallo. Hallo. Oh, coming in.
Don't shoot, okay? Und die Tür solltest du... Danke. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Oh. These people may need more help than I do. Okay, wir sollten auf jeden Fall... ein Einhorn. Sehr süß. Fruchtschale anschauen. It's fake. Damn. Und, ach so. Was war das? Oh. Maybe there's something on there. Three new messages. Message one, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in Clementine, time before spring break. Name. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. Oh. Hä? Wir waren gerade in der Küche. Daddy? Huh? Ist ein Messer drin? Nein. Ist ein Messer drin? Okidoki. Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Ich glaube nicht, dass sie wieder zurückkommen. How old are you? 8. And you're alone? Das hört sich gleich pädophil an. Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Hello. Did they get you? I'm sorry. I'm here. Where are your parents? Oh, ich hab die falsche Nummer gedrückt. They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Winke, winke. Guck.
sie tot? Sie ist tot, ich brauche nicht mehr. Danke. Also, sie war auch schon vorher tot, aber... Aber jetzt ist sie richtig tot. Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? Okay. No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Ah, oh, das ist ja süß. So, bevor wir hier jetzt weitermachen, mache ich einen Cut. Ich weiß noch nicht genau, wie das hier mit dem Speichern aussieht. Muss ich dann noch irgendwie herausfinden. Ja. Und das ist mein neues Projekt, The Walking Dead. Ich habe, wie bei Life is Strange spielen wir alle Episoden durch. Es gibt auch noch so ein Extra, irgendwie 400 Days oder sowas heißt das. Das schauen wir uns, denke ich mal, auch mal an, ne? Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob wir das Projekt weiterführen sollen. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.